Mein Name ist Perman, Dr. Arvi Perman. Ich bin Augenarzt und seit 1979 beschäftige ich mich mit den komplementären und alternativen Methoden in der Augenheilkunde. Ich lerne sie, ich lehre sie und ich praktiziere sie in meiner Praxis. Und mein Ziel ist es, dem Übergang von der trockenen in die feuchte Makuldegeneration zu begegnen mit diesen Methoden. Und wir haben Einzelfälle dokumentiert, viele Einzelfälle, die zeigen, dass es funktioniert. Dieses Video ist eigentlich für meine Patienten gemacht. Das ist ein Mosaikstein. Diese Therapien, diese Übungen und auch diese Wasseranwendungen in meinem Therapiekonzept, dem sogenannten Makula-Regenerationszentrum. Und ich erkläre diese Übungen bisher jedem Patienten einzeln. Und ich würde mich freuen, wenn diese Patienten jetzt alle Übungen noch einmal drei nachsehen können und dann machen können jeden Tag. Und es würde mich natürlich freuen, wenn auch andere Menschen das sehen und machen. Denn es sind 10 Minuten, die ihrer Gesundheit dienen. Und es gibt ja so viele andere Fitnessvideos. Das ist etwas, was uns alle betrifft, gerade ab 50 plus. Wir fangen an mit dem ersten Übungsabschnitt. Das ist, was ich als sozusagen Entspannungsübung mit dem Sonnenlauf gekennzeichnet habe. Der Sonnenlauf, das heißt, Sie fangen an ganz unten links, soweit Ihnen das möglich ist, wie die Sonne aufgeht, und dann gehen Sie praktisch über den Zenit nach rechts runter. So, liebe Uli, lässt jetzt du beide Arme ganz entspannt rechts und links am Körper hängen und legst den Kopf nach rechts zu mir mit dem Ohr zur Schulter. Dabei schiebst du den linken Arm nach unten in Richtung Boden und hältst die Position. Du bleibst gerade stehen. Jetzt wechselst du die Seite, Kopf nach links und den rechten Arm Richtung Boden. Jetzt wird der rechte Schulternackenbereich gedehnt, eben zuvor war es der linke. Diese Übungen werden Ihnen von einer Freundin und einem Freund gezeigt von mir. Es sind also Laiendarsteller. Darüber hinaus sind sie aber in einem Fitnessstudio, in einem Profistudio aufgenommen worden mit einem Experten, einem Sportwissenschaftler, Erik, dem ich hier danke. Die zweite Übung heißt Erde und Himmel anschauen. Nun, ein bisschen demütig nach unten die Mutter Erde anschauen und dann immer größer werden, nach oben schauen zum Himmel. Und durch den Druck auf die Mitte des oberen Brustbeines können Sie noch viel höher gehen. Du nimmst das Kinn zum Brustbein nach unten und schiebst beide Arme nach unten. Sehr gut. Die Arme bleiben unten. Jetzt nimmst du den Kopf langsam nach oben, zurück, schaust nach oben, soweit du kannst. Dann nimmst du mit deinem rechten Finger und drückst oben an den Anfang vom Brustbein und dann wirst du gleich merken, dass du mit dem Kopf noch ein bisschen weiter nach hinten kommst. Sehr, sehr gut machst du das. Dieser Punkt ist der sogenannte KG20-Punkt, der prächtige Baldachin, das Konzeptionsgefäß 20 in der chinesischen Medizin. Und dieser kleine Tipp wurde mir von meinem verehrten Freund und Gönner Gleditsch genannt, dem ich hätte danke. Der hat es aus den Prinzipien der chinesischen Medizin entnommen. Jetzt kommt die dritte Übung. In die Vergangenheit schauen. Das ist eine meiner liebsten und auch intensivsten Übungen. Ne? Vergeben und um Vergebung bitten. Die Übung selbst, man schaut ebenfalls mit den Armen nach unten, nach links hinten und dann nach rechts hinten, soweit Sie können. Und immer mehr nach hinten schauen. Und wenn Sie nach links hinten schauen, dann sehen Sie im Geiste die Menschen, die Ihnen etwas Böses angetan haben, die Ihnen Unrecht, Leid angetan haben und Sie vergeben ihnen. Das ist Vergangenheit. Wir gucken wieder geradeaus in die Zukunft und wenden uns wieder nach rechts. Und rechts hinter uns
sehen wir im Geiste die Menschen, denen wir etwas Böses angetan haben, denen wir Leid zugefügt haben. Und wir bitten sie um Vergebung. Nach links schauen, gerade stehen bleiben, rechter Arm tief. Auch hier wird jetzt wieder die rechte Halsmuskulatur gedehnt, eben zuvor beim Blick nach rechts, was natürlich die linke. Unikopf neutral, sehr, sehr gut gemacht, Arme ganz, ganz locker. Und jetzt ist ein wichtiges Prinzip in der, sagen wir, alternativen Medizin, das viele schon kennen. Die linke Seite mit dem Herzen ist die weibliche, die empfangende. Die rechte Seite ist die männliche, die aktive. Wenn Sie also jetzt merken, dass Sie nach links und rechts eventuell ganz unterschiedlich nur gucken können, weit nach hinten kommen können, dann überlegen Sie mal, ist da vielleicht eine bestimmte Person? Wenn Sie zum Beispiel auch jetzt beim Blick nach rechts nicht so weit können und Ihre Makula hat eventuell sogar rechts den größeren Defekt, den beginnenden Defekt, dann ist dieses Prinzip bestätigt und es ist überzufällig häufig in meiner Praxis der Fall. Bei der vierten und fünften Übung geht es um die Last des Lebens. Die erste Übung, auch hier wieder einfach die Hände ganz konzentriert nach unten lassen und dann ganz fest nach oben ziehen mit aller Kraft, dass es knackt und so richtig zittert die Muskeln und dann locker lassen. Jetzt möchte ich, dass du die Schulter nach oben ziehst, in Richtung Ohren, richtig Spannung aufbauen. Das kann ja so ein bisschen flattern Gefühl. Und jetzt lässt du die Arme fallen und wieder hochziehen und fallen. Das wir gerade mindestens 3, 4, 5, 6 Mal machen. Das ist ein wunderbares Gefühl, wenn Sie merken, dass es wieder runtergeht. Die andere Übung schließt sich ganz harmonisch daran an. Wenn Sie das so gemacht haben, gehen die Arme auseinander. Und dann können Sie, wie im Video auch gezeigt von anderen, die Arme ein bisschen hin und her drehen. Man kann auch so ein bisschen wie ein Kondor im Wind sich drehen, dabei die Flügelklappen nach oben und unten drehen und ein bisschen auch spielen, spielerisch damit die Schulter und den Hals bewegen. Nimmst du bitte beide Arme zur Seite nach rechts und links auf Schulterniveau. Und ich möchte, dass du die Arme einmal ausdrehst, ausrotierst, die Handflächen zeigen nach oben und jetzt drehst du wieder ein. Die Handflächen zeigen nach unten. Handflächen nach oben und wieder nach unten. Es drehen nur die Arme. Das macht der Uli gerade sehr, sehr gut. Hoch, runter, noch zweimal hochdrehen, ausdrehen und wieder runter, ein letztes Mal. Diese zunächst nur funktionellen Veränderungen, diese Anspannungen im Hals, im Schulterbereich, im Nackenbereich, die führen unbehandelt dann dazu, dass sie Krankheiten bekommen, die dann der Orthopäde behandelt oder, wenn sie Glück haben, Massagen bekommen, ein guter Masseur. Die sechste Übung ist auch eine meiner Lieblingsübungen. Und viele meiner Patienten kennen sie schon, weil wir sie in der Praxis gerne mal auch an der Tür zeigen. Das heißt, abwehren, Nein sagen und dann aber auch sich öffnen, das Herzchakra öffnen. Im Grunde geht es ganz einfach. Sie stellen sich am besten vor eine Wand, stellen sich hinten an, dass sie anliegen können und dann sagen Sie ganz bewusst Nein, tun am besten einen Fuß ganz fest auf die Erde stampfen und bringen dabei nach vorne die beiden Ellbogen und halten so etwas vor wie ein Schild. Dann aber, nach diesem Akt der Abwehr, lassen Sie offen, lassen Sie das Gute auf sich zukommen und öffnen sich. Öffnen das Herzchakra. Du hältst die Arme in der Position, winkelst sie an, die Handflächen zeigen nach vorne in eine U-Halteposition. Du drehst die Arme nach vorne zusammen, die Handrücken zeigen nach vorne, die Hände schauen dich an, die Handflächen. Und jetzt drehst du die Arme wieder auf, die Handflächen zeigen nach vorne
und gehst mit den Ellbogen weit nach hinten. Wieder nach vorn gehen, Hand drücken, zeigen vor, Ellbogen nach außen, weit nach hinten. Noch einmal vor und wieder öffnen. Ja. Den Brustkorb öffnen und man kann auch gegen einen Partner oder eine Wand etwas Druck ausüben, ja, dass man die Ellbogen nach hinten schiebt aktiv. Die beiden nächsten Übungen treffen für die 50-Pluser besonders zu, sind sehr wichtig, weil sie die Hüfte und die Mitte angehen. Die siebte Übung habe ich Hula Hoop genannt, weil Hula Hoop kennt, glaube ich, jeder. Das ist so der große Ring, den Sie um sich herum bewegen müssen, nur mit der Hüfte, indem Sie die Hüfte eben links und rechts hin und her bewegen und einmal nach der einen Seite und dann wieder nach der anderen Seite. In einer harmonischen Bewegung, das soll nicht schnell sein, sondern eben ganz langsam, dass Sie spüren, wie die Hüfte sich bewegt. Jetzt stellt euch bitte hüftbreit hin, geht leicht in die Knie und fangt an mit dem Becken zu kreisen, rechts herum. Wir arbeiten den Körper von oben nach unten durch, jetzt sind wir hier beim Becken, kreisen, schön zur Seite, vor und zurück und jetzt die Kreisrichtung wechseln, andersherum. Die achte Übung ist die Übung, von der ich vorhin sagte, dass Sie sich an gewisse Dinge der Jugend erinnern werden, und zwar ganz stehen bleiben, nach unten bewusst, nur die Hüfte nach vorne und hinten bewegen. Vorne und hinten bewegen. Dabei geht der Hintern nach hinten und dann geht das Geschlechtsteil nach vorne und wieder in der Bewegung bleiben, ohne irgendwas anderes zu bewegen. Und diese Übung ist eben sehr, sehr gut, um im Bereich der Hüfte die Lockerung durchzuführen. Nehmt beide Hände rechts ans Becken, ihr habt hier oben den Knochen, den könnt ihr fühlen. Geht leicht in die Knie, beziehungsweise bleibt in die Knie. Jetzt möchte ich, dass ihr euer Becken einmal nach vorne aufrichtet. Das heißt, den Po wieder so einziehen und jetzt das Becken kippen, da geht der Po wieder nach hinten. Aufrichten und kippen. Die neunte Übung ist eine besonders schön anzusehende, harmonische Übung, die eigentlich in jedem Dehnprogramm nicht fehlen darf. Ich nenne sie einfach zu den Sternen greifen. Auch hier ist ganz wichtig, dass Sie zunächst einfach ganz entspannt die Arme mit den Händen nach unten lassen und auch so stehen bleiben. Und nur der Arm, der die Übung macht, greift sozusagen zu den Sternen, indem er von der Seite nach oben geht und über den Kopf hinaus immer wieder weiter nach oben greift. Dabei bleiben Sie bitte mit dem ganzen anderen restlichen Körper so stehen, dass Sie nur die Dehnung hier in dem Arm spüren, in der Schulter. Das einmal sechsmal links und sechsmal rechts. Ihr stellt euch bitte etwas breiter als hüftbreit hin. Wir fangen nach links an, ihr nehmt den rechten Arm, greift diagonal über Kopf und zieht diagonal nach oben weg. Den linken Arm könnt ihr euch ganz entspannt hängen lassen. Es soll hier an den Seiten auf der rechten Seite ziehen. Ja, zieht weit nach oben. Die Seite wechseln. Linker Arm zieht nach rechts oben. Die zehnte Übung nenne ich wie ein Flamingo stehen. Und sie erhält auf alte, bekannte und bewährte Weise die Gelenkigkeit im Hüftgelenk. Ne? Und sie erfordert etwas Balance und Gleichgewicht. Und das ist ja für uns 50-Pluser extrem wichtig. Stellt euch bitte hin auf ein Bein, umfasst euer Schienbein bzw. euer Knie und zieht euer Knie langsam nach oben an den Kopf her. Heranziehen, 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 noch dreimal und wechselt die Seite, anderes Bein.
wechseln, wieder umfassen, aufrecht stehen bleiben, anziehen, kurz nachlassen, anziehen, nachlassen. Auch hier 6-mal. Ruhig versuchen, das Knie, zumindest den Oberschenkel eng zum Körper ranzukriegen. Die beiden letzten Übungen handeln und bewegen die Füße. Die erste Übung ist also ganz einfach. Sie stehen wie ein Flamingo und bringen dann einen Fuß, den linken, zum ersten jetzt nach vorne und drehen dann den Fuß in die linke Seite, nach außen ab. Dann wieder den Fuß zurück und dasselbe mit dem anderen, den Fuß nach vorne strecken und dann nach außen abkippen. Das zeigen die beiden Videos sehr schön mit den bunten Turnschuhen. Probiert mal aus. Anheben, ausstrecken, Fußspitze zeigt nach oben und jetzt nach rechts außen drehen die Fußspitze und wieder ein. Ausdrehen und wieder ein. Ausdrehen, wieder ein. Bein wechseln, anderes Bein natürlich auch. Anheben, ausstrecken, nach links drehen, wieder rein. Links die Fußspitze raus, wieder rein. Die letzte Übung ist im Grunde ganz einfach. Ich sag mal, mach dich lang, so ein bisschen wippen. Denn wenn Sie da praktisch sich aufrichten, mit den Waden hin und her wippen auf der Fußsohle, dann spüren Sie auch, wie angenehm das ist und wie Sie ein bisschen locker werden, wie Sie von der Erde locker wegkommen können, je nachdem, wie gelenkig und elastisch Sie jetzt schon sind. Ihr stellt euch bitte hüftbreit hin, beide Fußspitzen zeigen nach vorn. Und jetzt möchte ich, dass ihr in einen Hochzehenstand geht, das heißt auf die Zehenspitzen, wieder runter, jetzt hebt ihr die Zehenspitzen an und schaukelt in einem ruhigen Tempo vor, Hochzehenstand und wieder zurück auf die Ferse, vor, zurück auf die Ferse, vor, zurück auf die Ferse. Und nach diesen Übungen geht es weiter unter die Dusche zu den Kneippanwendungen. Der berühmte Wasserdoktor Kneipp hat ihm ja